Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Ich verstehe nicht. Ihr seht aus wie eine Frau. Tendelei. Das Wort sagt mir nichts. Redet verständlich. Ihr seid ein grauer Wächter. Daraus folgt, dass ihr keine Frau sein könnt. Dann versteht ihr also meine Verwirrung. Frauen werden Priesterinnen, Handwerkerinnen, Verkäuferinnen oder Bäuerinnen. Aber sie kämpfen nicht. Arbeiter, Soldaten und Ashkari sind Männer. Mehr gibt's nicht. Genau. Das geht nicht. Es kann nicht wahr sein. Jemand wird geboren als Kunari, Mensch, Elf oder Zwerg. Das sucht er sich nicht aus. Die Größe seiner Hand, ob er klug ist oder dumm, sein Heimatland, seine Haarfarbe. All das liegt außerhalb seiner Kontrolle. Wir wählen nicht. Wir sind einfach. Wirklich? Wir werden sehen. Was wollt ihr von mir? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Wisst ihr, es mag nicht der beste Moment dafür sein, aber ich möchte euch etwas fragen. Wir werden ja vermutlich bald nach Denerim gehen. Und ich frage mich, ob wir dort nicht jemanden besuchen könnten. Ich rede nicht von einem Freund. Nicht wirklich. Und es ist auch nicht die andere Art von Freund. Es ist so. Ich habe eine Schwester. Eine Halbschwester. Ich habe euch doch von meiner Mutter erzählt. Sie war Dienerin auf Schloss Radcliffe und sie hatte noch eine Tochter. Von der wusste ich aber nichts. Vermutlich wusste auch sie nichts von mir. Meine Geburt wurde ja geheim gehalten. Als ich dann ein grauer Wächter war, habe ich Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass sie noch lebt. In Denerim. Nur sie ist mir von meiner Familie geblieben. Nur sie hat mit dieser ganzen Königsproblematik nichts zu tun. Ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, sie zu besuchen. Die Verderbnis naht. Und ich weiß nicht, ob sich je wieder die Gelegenheit bietet, sie zu sehen. Vielleicht kann ich ihr helfen, sie vor der Gefahr warnen, was auch immer. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nichts über sie, kenne nur Name und Wohnort. Sie heißt Goldana, ist verheiratet und lebt in der Nähe des Gesindeviertels. Wenn wir in der Gegend sind, würde ich gerne vorbeischauen. Habe ich euch schon gesagt, dass mir eure Frisur sehr gefällt? Sie ist hübsch und steht euch ausgezeichnet. Ganz einfach, nicht so übertrieben wie in Orlais, mit Blumen, Schleifchen und Edelsteinen. Einmal waren Federn groß in Mode und Lady Elise wollte alle anderen übertreffen, also trug sie lebendige Singvögel in ihrer ausladenden Haarpracht. Das Gezwitscher war eine Weile ganz lustig, aber wisst ihr, kleine, verängstigte Vögel müssen sich oftmals spontan entleeren.
Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie die Dame am Ende des Abends aussah. Aber eigentlich wollte ich euch ja ein Kompliment machen. Oh, verzeiht mir, ich bin manchmal so sprunghaft. Es ist nur so, dass ich rede einfach so gern mit euch. Es ist, als könnte ich euch alles sagen, ohne dass ihr den Stab über mir brecht. Seht ihr? Das meinte ich. Es ist ein Genuss, mit euch zu reden. Ich habe mich schon lange nicht mehr jemandem so nahe gefühlt. Ich genieße eure Gesellschaft wirklich sehr. Danke. Es ehrt mich, dass ihr das so seht. Ich habe einst eine sehr alte Legende über die Hundekrieger gehört. Zur Zeit der alten Stämme sollen sie ihre Mabari mit dem Fleisch der Gefallenen gefüttert haben. Nun, das hat man mir zumindest erzählt. Manchmal soll es sogar Menschenfleisch gewesen sein. Ach komm, als würdest du den Unterschied erkennen. Woher weißt du denn, dass du nicht schon einmal mit so etwas oder so jemandem gefüttert wurdest? Wenn er es frisst, wäre es aber kein Kannibalismus.